Und nun spricht für die Piratenfraktion Herr Kollege Schulz. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, auf das hier zuletzt Gesagte muss teilweise noch mal eingegangen werden, insbesondere auf die Frage, inwieweit hier die Historie eine Rolle spielt. Sie hatten das angesprochen, ich halte das mit Verlaub für Nebelkerzen. Wir diskutieren oder debattieren heute über eine Entscheidung des Landesverfassungsgerichts und die Folgen davon. Wir diskutieren hier nicht die Personalpolitik vorangegangener, zumindest laut Tagesordnungspunkt, hatte. Aber bitte, Frau Ministerpräsidentin, sagen Sie doch nicht hier und heute und jetzt quasi durch Ihren Zwischenruf, dass die Auswirkung der Personalpolitik vorangegangener Legislaturperioden nunmehr das verfassungsgerichtliche Urteil ist. Das ist doch ganz einfach falsch. Naja, aber durch Ihren Zwischenruf muss ich das doch annehmen. Da liegen wir einfach daneben. Sie haben vorhin gerade in dem Zusammenhang Personal die Schulen erwähnt und Stellen in Höhe von 151.778 genannt. So weit, so gut. Sie sagen, Stellen werden in dem Bereich nicht abgebaut. Sie sagen, Mehrbelastungen, und zwar arbeitsmäßige Mehrbelastungen, die auf Lehrerinnen und Lehrer zukommen, auch im Rahmen der Inklusion, da würden Sie, sprich die Landesregierung, dafür sorgen, dass die Klassen kleiner werden. So, also gut. Dann haben wir das jetzt richtig gestellt. Was sagen Sie einer Grundschullehrerin? Das wollte ich doch noch mal hören. Dann sagen wir einer Grundschullehrerin, wenn sie hört, sie kriegt keine Erhöhung, da sagt die Landesregierung, wir sorgen dafür, dass die Klassen kleiner werden. Es könnte aber auch sein, dass dafür die demografische Entwicklung verantwortlich ist. Es könnte also auch sein, dass immer weniger Kinder da sind, die in die Schulen gehen. Jetzt sagen Sie doch nicht, Sie machen die Klassen kleiner. Ob das tatsächlich so ist, das kann man ja dann mal schauen. Das wird sich dann morgen ganz besonders lustig herausstellen bei der Anzahl der Bäume. Ja? Das wird ohnehin noch eine lustige Sache im Zusammenhang mit der Haushaltssperre, die ja heute hier Debattenthema ist. Wie denn die Landesregierung und wo sie das Geld denn hernehmen möchte im Rahmen der Haushaltssperre, um den Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die zig Millionen Schäden zu beklagen haben, zu helfen. Da wird es dann interessant. Und natürlich ist es so, dass das Gericht für die zukünftige Debatte im Rahmen einer Neuauflage des Beamtenbesoldungsgesetzes den Rahmen vorgegeben hat und wie der eingehalten werden soll. Und ich greife das mal auf, Frau Ministerpräsidentin, dass Sie nämlich quasi die Opposition angemahnt haben, insofern, als auch diese das Wohl des Landes im Blick haben muss und muss und muss. Natürlich muss sie das tun. Und deswegen kommen wir mal zurück auf Ihre anfangs der Legislaturperiode verkündete Politik der Einladung, so haben Sie es, glaube ich, genannt, oder Regierungszeit der Einladung. Darum wird es nämlich letztendlich gehen. Dann müssen Sie es aber auch zulassen, wenn die Opposition ein Wörtchen mitredet bei der Frage, wie denn die Beamtenbesoldung aussehen soll. Dann machen Sie es doch bitte nicht von oben herab und versuchen dann jetzt im Rahmen der Leitplanken, die das verfassungsgerichtliche Urteil vorgibt, einen Alleingang zu planen und zu machen und am Ende wieder eine zweite Anhörung zu haben, wieder Experten anzuhören, die wieder sagen, das ist vielleicht in die Richtung richtig oder auch falsch, und dann wieder die Experten zu überhören. Das wäre falsch, das wäre nicht der richtige Weg. Wenn Sie aber sich hier hinstellen und sagen, die Opposition ist ebenfalls mit in der Pflicht, dann bezieht sich das nicht alleine darauf, dass die Opposition darüber nachdenken soll, ob und in welchem Umfang Stellen zu streichen sein könnten, um das zu finanzieren. Liebe Frau Ministerpräsidentin und Herr Finanzminister, die Frage, ob hier Stellenstreichungen die Finanzierung der verfassungsmäßig gebotenen Erhöhung der Beamtenbesoldung trägt, ist, glaube ich, gar nicht die Grundfrage, sondern vielleicht sollte man sich mal die Frage stellen, ob nicht im Rahmen des Nachtragshaushalts auch eine, wenn auch nachträgliche, Erhöhung der Netto-Neuverschuldung die Folge sein muss. Dann kann es natürlich sein, dass die 900 Millionen Einsparung gegenüber dem Vorjahr im Bereich der Netto-Neuverschuldung abgeschmolzen werden muss
Und dann kann es natürlich sein, dass mit Blick auf 2020 und die verfassungsgemäß gebotene Einhaltung der Schuldenbremse etwas wankt. Aber dann muss man den Menschen im Lande auch sagen, dass das so sein muss. Dann muss man gegebenenfalls auch an dieses Thema Schuldenbremse einmal herantreten. Und dann muss man, es ist ja nun nicht Kernbereich der Verfassung. Es ist nicht Kernbereich der Verfassung. Ich bitte Sie, Herr Kollege Herter, der entscheidende Punkt ist doch, dass man mal diskutieren muss über die Auswirkungen in volkswirtschaftlicher Hinsicht insgesamt. Ja, und wenn Sie sich hier aufschwingen und dann schreien, so nach dem Motto, wir können das nicht ändern, wir können eventuell da gar nicht dran, ja doch können Sie. Sie sind im Bund in der Regierung. Dann setzen Sie sich doch mal im Bund hin und stellen fest, ob das, was in den entsprechenden Artikeln des Grundgesetzes 109 fortfolgende steht, tatsächlich so gehalten werden kann. Ob das diese Volkswirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt aushält. Ja, so, aber entscheidend ist das andere, was ich gesagt habe, dass man gegebenenfalls auch wird über eine Erhöhung der Netto-Neuverschuldung nachdenken müssen. Das ist doch der entscheidende Punkt. Und dann wird man eben schauen müssen, wie man gegebenenfalls strukturell an anderer Stelle einspart. Und die Tatsache, dass das Effizienzteam hier nicht zu besonders großartigen Ergebnissen geführt hat, wissen wir ja. Nun, dann muss man eben aber heute auch die Erkenntnis mit in die Runde nehmen und sagen, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben zwar gespart, und so heißt es ja auch, wir haben auf Kosten der Beamtenbesoldung bzw. auf Kosten der Beamten gespart, und dann muss man, nachdem das Verfassungsgericht festgestellt hat, dass das verfassungswidrig ist, auch sagen, dieser Spareffekt muss rückgängig gemacht werden, also muss für die Differenzzahlungen, die an die Beamten notwendig werden, eben mehr Geld aufgenommen werden. Das wird nicht durch Kassenkredite möglich sein. Also muss eine Netto-Neuverschuldung her. Das sehe ich heute so. Also ich denke nicht und ich glaube nicht, dass Sie mit den Piraten jedenfalls am Tisch gut und weiter nach vorne kommen, wenn es heißt, es soll Personal abgebaut werden. Also dass hier die Höherbesoldung der Beamten gemäß der Verfassung... Herr Kollege, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Ja. Sie kommen bitte zum Schluss. Ja, kommen Sie zum Schluss. Keine Nachspielzeit heute. Ja, gut. Also wie gesagt... Das ist dann der Abschluss, wie ich gerade gesagt habe. Wann sollte man sich darüber Gedanken machen? Und dann freue ich mich zukünftig auf die Debatten eines neuen Gesetzes. Dankeschön.